Hier auch rein. Piep. Octavius Industries. Wie funktioniert das? Genau wie ein echter Arzt. Sie denken an das, was er tun soll. Ja. Hey. Hey, was soll das denn werden? Die Anlage ist ein Sicherheitsrisiko. Sofort aufhören. Die Ausrüstung ist sehr empfindlich. Das reicht. Ich rufe das Büro des Bürgermeisters an. Peter Parker. Verdammt, wie geht's dir? Wenn man vom Teufel spricht? Mr. Osborne. Oh, bitte. Wie lange kennen wir uns schon? Es heißt Herr Bürgermeister. Sag Norman. Norman. Norman, was soll das hier werden? Die Zuschussvereinbarung beinhaltet strenge Sicherheitsklauseln. Dies ist nicht der erste Verstoß. Das wurde schon geklärt. Von mir? Wir hätten die Ausrüstung längst konfiszieren sollen. Aber ich hatte einen Durchbruch. Danke für Ihre Dienste an unserem Land. Diese Leute begleiten Sie zu Oscorp Robotics, wo Sie die neueste Prothese erhalten. Kostenlos. Es geht gar nicht um Sicherheitsbedenken, nicht wahr? Ich versuche zu helfen, Otto. Du kannst die Arbeit fortsetzen. In einer sicheren Umgebung. Bei Oscorp. Du warst schon immer der klügste Kopf im Raum. Du hast dich nicht verändert, kein bisschen. Du dich auch nicht. Hey, Peter. Harry kommt Anfang nächsten Jahres aus Europa zurück. Vielleicht könnt ihr dann das Geschäft starten, von dem ihr gesprochen habt. Das ist doch eine tolle Chance. Ganz ruhig, ganz ruhig, ruhig. Die haben ja nicht alles mitgenommen. Wir fangen einfach von vorn an. Peter, es gibt kein Wir. Ohne die Zuschüsse der Stadt kann ich sie leider nicht mehr bezahlen. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Ich rate Ihnen, finden Sie einen neuen Job. Ach ja, der Peter. Der Peter, der Jute. Die geilen Ladebildschirme, ich liebe sie. Wow, 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 ich komme auf den Stummknopf. Starke Leistung. Ich würde Doc gerne helfen. Ob ich Harry anrufe? Er könnte mit seinem Dad reden. Nein. Norman würde nie auf Harry hören. Wollte sogar die Gelder für seine Forschungsstationen stoppen. Hey, eine der Stationen ist in der Nähe. Mal sehen, wie es läuft, während Harry in Europa ist. Wie kann ich Doc helfen? Ich lasse mir was einfallen. Harry! Harry! Bam, 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 bam. Hallo! Harry hat mir eine Nachricht dazu hinterlassen, bevor er nach Europa gereist ist. Pete, ich brauche deine Hilfe. Das Lieblingsprojekt meiner Mom waren Forschungsstationen zum Wohle aller. Ich habe sie eröffnet, aber jetzt bin ich weg und Oscorp wird sie dicht machen, wenn sie nichts einbringen. Könntest du sie im Auge behalten? In jeder Station sind Infos für dich. Danke, Mann. Solange sie da sind, lebt meine Mom irgendwie weiter. Ja, ja, das stimmt. Ich kann davon nicht die Miete zahlen, aber es hat ihm wohl viel bedeutet. Ich werde tun, was ich kann. Dann machen wir das. Bam. Es gibt hier viele Stationen, die Luftverschmutzung messen. Die Idee ist es, die Kontaminanten abzufangen, bevor sie toxisch werden. Unter uns, Oscorp will das verhindern, weil dabei rauskommen kann, dass sie die Luft verschmutzen. Die Menge an polyzyklischen Kohlenwasserstoffen in der Luft ist viel zu hoch und steigt an. Wenn sie weiter steigt, könnten Menschen daran sterben.
Die Partikel sammeln sich an Problemherden, wie Mini-Wolken von Smog. Ich schwinge mich durch sie durch und hole Proben. Die kann ich dann analysieren. Ja, Bruder, dann lass mich doch auch da durch. Ja, holen wir halt erstmal die. Egal wie eklig die sind, ich schwinge mich genau durch die Wolken durch. Und jetzt halt der die. Die sind fürs bloße Auge sichtbar. Also muss die toxische Belastung hoch sein. Ah, hier. Zack. Und hab dich. Oh nee, ich werd krank. Ach nee. Digga! Ich bekomme gutes Zeug. Also gute Proben von schlechtem Zeug natürlich. So. Hab's. Als ob ich direkt am Auspuff hänge. Ja, ja, kann schon sein. Ich erschrecke wohl die Leute, aber das ist ja nichts Neues. Und ja, lass mich doch da durch. Dann halt so. Die Giftstoffe stammen von zwei Automarken und einem defekten Schornstein. Ich mach lieber Fotos. Okay. Leute hochziehen ist sogar gesünder, wie sich Nase zu putzen. Das Licht ist perfekt. Und ich habe gerade keine Tempos in der Nähe. Hui. Perfekt. Ja, nee, mein Bildschirm will sich ausschalten. Bloß nicht. Hör auf, Junge. Wo ist die Scheiße? Da. So. Mein schönstes Schornsteinfoto. Das Umweltministerium übernimmt den Fall. Vielleicht mache ich mir ein grünes Spider-Kostüm für den Tag der Erde. Zack. Harrys Station hat eine öffentliche Gesundheitskrise beendet. Oscorp wird kaum Argumente gegen eine Nutzung finden. Spider-Man, Schocker ist entkommen. Jetzt braucht er eine Bank aus. 31. East. Was ist passiert? Ich dachte, er wäre im Kittchen. War er. Aber einer der Wärter ging zu seiner Zelle, ließ ihn frei und gab ihm dann seinen Anzug. Also doch, Schocker arbeitet für jemanden. Was hatte der Wärter zu sagen? Ich würde ihn gern fragen, aber er ist tot. Wer auch immer hinter Schocker steht, wollte keine Zeugen. Verdammt! Den Sicherheitsvideos zufolge war der Wärter in einer Art Trance. Und vielleicht lag es am Licht, aber es sah aus, als würden seine Augen leuchten. Wie gruselig. Okay, mal sehen, was ich aus Schocker rausbekomme, wenn ich bei der Bank bin. Das brauche ich. So, dann jetzt auf zu Schocker. 10-10 gemeldet. Drogenhandel. Brauchen Einheit vor Ort. Officer, bitte nach Longacre. Leute, das ist jetzt wahrscheinlich schon die zweite Folge, die jetzt hier, die ihr seht mit dem Anzug. Wie gesagt, ne? Ich werde ja teilweise einfach so aufnehmen. Vakuum, das durch Fists Verhaftung entstand. Ohne halt aufzuhören. Manche Folgen. Deswegen habt ihr da manchmal Folgen halt mit dem Anzug. Ich bin vielleicht meinen Job los. Die Stadt, Norman besser gesagt, streicht uns das Geld. Oh, Pete, tut mir leid. Ein
Harry hier wäre, könnte er sein Dad zur Vernunft bringen. Ihr findet andere Geldgeber. Eure Arbeit ist zu wichtig. Danke, MJ. Dann bis bald. Boom. Hinter. Hermann, lang nicht gesehen. Ich bin zwar kein Anwalt, aber das verstößt bestimmt gegen die Bewährungsauflagen. Ups, wir bleiben wohl eine Weile. Wollen wir Werblinig spielen? Nein? Wie wär's mit Daumenwrestling? Nein? Dann halt Boxen! Wow! Die Handschuhe sind jetzt voll digital, was? Wie du meinst. Du willst kämpfen. Kämpfen wir! Mann, wenn ich dich wieder einbuchte, können wir endlich fachsimpeln. Nein. Weißt du noch damals? Ich, so jung und dumm. Du, einfach nur dumm. Digga, ich bin ausgewichen. Naja, das ist Ansichtssache. Ich meine, gibt es Standardwerte, wie viel man so reden sollte? Und gut, jetzt kann ich richtig punkten. Zack. Warum tust du das hier, Hermann? Digga, ich weich doch aus. Ich weich doch aus. Ab die Pop. Okay, das Spiel ist manchmal wirklich lächerlich. Ich weich doch aus. Was anderes probieren. Bleib stehen! Frag nett! Dann vielleicht! Fang! So. Jetzt aber. Raus damit! Dann helfe ich dir! Du willst dir also helfen? Lass mir einfach das Geld! Nee, so läuft das nicht. Bam! Du weißt aber schon, dass keiner mehr Banken nutzt. Reiner Zufall, dass du noch Geld gefunden hast. Weißt du, wie Bankraub heute aussieht? Versuch Daytrading. Das ist voll in. Oh, warte, warte, warte. Oh nein! Oh, komm schon, Herman. Sag mir, für wen du arbeitest. Dann beschaffe ich dir einen Deal. Wenn ich rede, bin ich tot. Die verstehen da keinen Spaß. Ja, ich spring in das Ding rein. Das wird wehtun. Dann. Das verstehe ich nicht, Herman. Seit wann hast du Angst vor anderen Menschen? Denke, das ist nicht beim Menschen. Unter den Masken könnte ja alles sein. Moment. Sagtest du Masken? Zack. Diese Maskentypen. Wofür brauchen die denn das Geld? Ist ja egal. Nach dem Job hier verschwinde ich! Gib auf, bevor du... Okay, fang! Und zwar mit deinem Gesicht! Finisher! Bam! Concentration. Und jetzt Angriff. Und bam! Gib auf, dann können wir dir helfen. Niemals. Du hast ja keine Ahnung. Was?
Oh, Herman. Du Elender! Okay, letzte Chance aufzugeben. Dieses Mal meine ich es ernst. Okay, das war aber alles Spaß. Jetzt ist deine letzte Chance. Wirklich! Hä? Welches muss ich denn? Aha. Sorry, Herman. Das hast du dir nur selbst eingebrockt. Ich bin der Spider-Man. Mann, er hatte wirklich Angst. Plötzlich findet man überall diese Dämonen. Okay, Yuri, Schocker gehört jetzt euch. Gute Arbeit. Rast wartet eine Spezialzelle auf ihn. Und dieses Mal sorgen wir dafür, dass er hinter Gittern bleibt. Ach ja, er hat ziemlich sicher für die Dämonenbande gearbeitet. Dämonenbande? Oh, klingt wie eine Daily-Bugle-Schlagzeile. Hey, der Bugle ist eine renommierte Tageszeitung. Du meinst wohl Käseblatt. Hab gehört, die haben da ein paar echt gute Reporter. Egal, gibt es noch mehr Meldungen über Dämonen, Leute mit Masken? Ich erkundige mich. Übrigens, wie sehr hast du dort in der Bank randaliert? Das willst du vermutlich gar nicht wissen. Das frage ich auch. Schocker war schwer zu knacken. Mal sehen, was in der Zwischenzeit in der Stadt los war. So, Leute. Dann würde ich aber fürs erste Mal sagen, dass es das dann auch für heute war. Und ja, wir holen jetzt hier noch den Anzug. Und ciao, Leute!